Der Hamburger Flughafen lässt tatsächlich seine Boeing 707 zersägen. Das hier soll nur ein ganz kleines Update zu dem Thema sein, aber wir haben uns in den letzten Wochen immer mal wieder mit der 707 am Flughafen Tegel und der Boeing 707 am Flughafen Hamburg beschäftigt. Beide Flugzeuge existieren so jetzt tatsächlich nicht mehr, deswegen bringen wir die ganze Story auch noch angemessen zu Ende. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Tatsächlich, all die Bemühungen haben nichts gebracht. Die ehemalige Lufthansa Boeing 707 in Hamburg wurde mittlerweile im Südosten des Flughafens auf einer freien Fläche des Vorfeldes nahezu vollständig zersägt und verschrottet. Der Auftrag wurde und wird, wie angekündigt, durch das Auktionshaus Decho umgesetzt, welches nach eigener Aussage auf Industrieauktionen spezialisiert ist und branchenunabhängig alle möglichen unhandlichen Maschinen und sowas bewertet und versteigert und sich um das Ganze drumherum kümmert. Dieses Auktionshaus hatte in jüngster Vergangenheit schon nahezu alle übrig gebliebenen Teile aus der ganzen Air Berlin-Gruppe von Germania und auch vom Flughafen Tegel verkloppt und war damit wohl für den Hamburger Flughafen der richtige Ansprechpartner, um aus der ehemaligen Lufthansa 707 noch alles Mögliche rauszuholen, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Seit der Bekanntgabe der drohenden Verschrottung im Februar 2021 hat sich ein Haufen Interessierter zusammengetan, die sich zur Aufgabe gemacht haben, erst einmal einen Verein zur Rettung der Boeing 707 am Hamburger Flughafen zu gründen und dann eben im Austausch mit dem Hamburger Flughafen eine Lösung für den Erhalt der Maschine zu finden. Es wurden verschiedene Konzepte ausgearbeitet, welche den Erhalt der Boeing 707 am Hamburger Flughafen oder eben auch eine Lösung in Form eines Flugzeugmuseums in Zusammenarbeit mit der an den Flughafen angrenzenden Stadt Norderstedt auf den Weg bringen sollten. Was den Vereinsmitgliedern und Unterstützern dabei offensichtlich fehlte, waren Zeit und Infos. Zum Beispiel über eine offensichtlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht genutzte Fläche am Hamburger Flughafen innerhalb des Sicherheitsbereiches, welche zumindest temporär anscheinend als Parkplatz für die Boeing 707 hätte dienen können, bis dann irgendwann ein entsprechender Businessplan und so weiter für den wirklichen langfristigen Erhalt der Maschine aufgestellt ist. Denn das, was kleine, neu gegründete Vereine zu Beginn eigentlich überhaupt nicht auf die Kette bekommen, hat dieser Verein hingekriegt, nämlich etwas Geld zusammenkratzen, sodass dem Hamburger Flughafen für den Erhalt der Boeing 707 tatsächlich 12 bis 18 Monate eigentlich keine Kosten mehr hätten entstehen sollen. So zumindest die Einschätzung des Vereins nach Absprache mit dem Airport. Mit der Zeit entstand dann aber recht zügig beim Verein und übrigens auch bei mir durch meinen knappen, aber stattgefundenen E-Mail-Kontakt mit dem Hamburger Flughafen, denn auch ich hätte gerne etwas Zeit und Mühe für diese Boeing 707 gegeben, der Eindruck, dass die Entscheidung über den Verbleib der Boeing 707 bereits im Februar 2021 so in Stein gemeißelt war, wie es in der damals veröffentlichten Pressemitteilung zu lesen war. Zwar hat sich der Flughafen durchaus mit den Verantwortlichen des Vereins auseinandergesetzt und auch häufiger mal mit den Verantwortlichen des Vereins auseinandergesetzt, aber eine halbwegs passende Lösung konnte hier einfach nicht auf die Beine gestellt werden. Und versteh mich dabei bitte auf gar keinen Fall falsch. Ich möchte mich hier gar nicht auf irgendeine Seite stellen, sondern tatsächlich einfach nur berichten, was jetzt aus diesem Flugzeug, aus dieser ganzen Geschichte geworden ist. Und ich verstehe auch durchaus, dass man nicht alles erhalten muss, nur weil es alt ist. Auch keine Flugzeuge. Und ich verstehe auch, letztendlich ist es die Entscheidung des Hamburger Flughafens, was man mit der eigenen 707 auf dem eigenen Gelände macht. Das muss man dann auch voll respektieren. Aber dass nach Bekanntgabe der entsprechenden Meldung im Februar dann noch irgendwo irgendetwas zu machen war, um diese 707 dann wirklich zu erhalten, das kam nicht so ganz rüber. Mit anderen Worten, das Schicksal der 707, des Wahrzeichens am Hamburger Flughafen, war doch eigentlich seit Februar gesetzt. Und hier wirklich von Anfang an von keinen Interessenten zu sprechen, das passt dann irgendwie nicht so ganz. Argumentiert wurde vor allem damit, dass sich die 707 ja im Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens befindet, was so ziemlich alles rund um den Erhalt dieses Flugzeuges einfach etwas schwieriger macht. Die Problematik liegt auf der Hand, selbst wenn der Flughafen jegliche Verantwortung für dieses Flugzeug hätte abgeben wollen, dann hätte man nicht einfach einer Truppe Handwerkern unter der Woche fünfmal freien Zutritt zu dieser Maschine verschaffen können, damit die da ein bisschen basteln und Bierchen trinken können. Logisch. Ganz zu schweigen von möglichen Besuchern, die dann irgendwann mal diese 707 hätten finanzieren können. Dass das nicht so einfach möglich ist, ist klar. Es ist dennoch schwer vorstellbar, dass, weil eben genanntes ja nicht einfach so umsetzbar ist, die einzige andere Möglichkeit darin bestehen soll, das Flugzeug auseinanderzubauen und abzutransportieren. Man hat sich nach eigener Aussage mit dem Technikmuseum Speyer in Verbindung gesetzt. Dass sie keinen Bock haben, die 707 feinsäuberlich auseinanderzubauen und dann Stück für Stück in Kartons in den Süden zu karren, ist doch klar, die haben auch kein Geld zu verschenken. Also, die Boeing 707 hätte offensichtlich erst einmal zumindest für eine realistische Chance in der Nähe bleiben müssen.
Das weiß aber auch der Verein und das wissen auch die Einzelpersonen, die wirklich Bock drauf gehabt hätten, aus dieser Maschine ein cooles Projekt zu machen. Aber genug davon, vor ein paar Tagen wurde das Flugzeug dann auf der eben besagten freien Position dort im Südosten des Flughafens mit Großgerät angesägt. Das Cockpit war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebaut, dann wurde fleißig weiter zersägt und heute wurde das Flugzeug dann endgültig platt gemacht. Größere Teile des Rumpfes wurden dabei nicht erhalten. Das größte Teil, was, soweit ich weiß, erhalten wurde, ist das Leitwerk. Dieses wurde aber, soweit ich weiß, bereits an einen Kunden nach Süddeutschland verkauft. Ansonsten wurden alle möglichen Teile aus diesem Flugzeug rausgetrennt bzw. abgetrennt, die dann irgendwie in einer Auktion zu Geld gemacht werden können. Heißt Tragflächenspitzen, die Triebwerke und quasi alle Fenster aus dem Rumpf der Maschine. Maximal in Dreierreihen, ihr kennt das von den Bars, die man sich dann so an die Wand hängen kann oder ja, keine Ahnung, vielleicht werden die Dinger dann auch einfach so in der Auktion verscherbelt. Das werden wir dann sehen, die Auktion soll im September bzw. Oktober laufen. Einige Teile wurden dafür vorsichtig rausgetrennt, andere Teile wurden dafür weniger vorsichtig rausgetrennt. Laut einem Sat.1-Regionalbericht soll das Startgebot für ein Triebwerk der 707 bei 2000 Euro liegen. Ihr versteht, wo die Reise hingeht. Für das Auktionshaus und auch für den Hamburger Flughafen soll die Verschrottung der Boeing 707, wenn es geht, definitiv noch ein bisschen Geld abwerfen. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum das Angebot für die Finanzierung, für die komplette Finanzierung durch den Verein für bis zu 18 Monate erst einmal, um eine Lösung zu finden, keinen Anklang fand. Und diese 707 hat ja durchaus einige Teile an Bord gehabt, die noch echt ein bisschen was wert sein könnten. Das Cockpit war quasi noch komplett ausgestattet. Da war noch eine ganze Menge Instrumente drin, Steuerhörner waren da drin, die Cockpitsitze waren da drin. Alles Dinge, die ihr sicherlich in der Auktion wiederfinden werdet. Dazu aber noch ein paar Worte. Diese Boeing 707 war ein absoluter Haufen Schrott. Das war sie aber auch schon die letzten Jahre. Aber das Besondere an dieser 707 war eben, dass sie ein zusammenhängendes Stück Schrott war. Es war ein Stück Schrott. Und damit war es eben bis zuletzt ein altes, aber komplettes Flugzeug mit wirklicher Lufthansa-Vergangenheit in einem echt okayen Zustand für das Alter, die einzig verbliebene Boeing 707-400 der Lufthansa und damit auch die einzig verbliebene halbwegs intakte Boeing 707-400 auf der ganzen Welt. Die nächstbeste sieht ganz anders aus. In Anbetracht der Tatsache, dass genau diese Boeing 707, die als Delta Alpha Bravo Oscar Delta von 1960 bis 1975 wirklich bei Lufthansa unterwegs war, wirklich bei Lufthansa das Jetzeitalter eingeläutet hat und hunderte Technikerinnen und Techniker in Hamburg und anderswo ausgebildet hat, in Filmen zu Gast war und so weiter, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Boeing 707 tatsächlich eine Begeisterung in der Bevölkerung und bei den Passagieren auslösen konnte, die durchaus vergleichbar ist mit dem, was eine 747 oder Jahre später dann auch ein Airbus A380 bei den Leuten erzeugen konnte, da ist es dann schwer vorstellbar, dass es für diese Maschine hier keinen Kompromiss mehr gegeben haben soll. Und wenn erstmal eine Netflix-Serie à la Das Hausboot mit Finn Kliman und Olli Schulz das Projekt am Leben gehalten hätte, dass das Ding beim Rollen über den Flughafenrasen in Hamburg nicht auseinandergebrochen ist, ist eigentlich schon Beweis genug dafür, dass die Möhre noch ein bisschen gemacht hätte. Aber gut. So egal das dann irgendwie und irgendwann auch ist, ich werde das Gefühl nicht los, dass man hier eventuell den ein oder anderen Vertrag etwas zu früh unterschrieben hat und eventuell die ein oder andere Person nicht beachtet hat, die mit einer starken Luftfahrt-Community im Rücken eventuell Bock gehabt hätte, dieses Flugzeug noch ein bisschen am Leben zu halten. Soweit ich weiß, es wird zumindest gemunkelt, soll der Hamburger Flughafen jetzt als Ersatz die 737-300 bekommen, welche als Technikgerät, wo waren das, war hier in Hamburg oder in Frankfurt, ich weiß es gar nicht genau, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Ja, klingt cool. Also, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Heute nur ein kurzes Update. Falls ihr euch für die Blueprints interessiert, die gibt es auch immer auf aeroshopgermany.com. Ich habe auch schon neue in Arbeit, da könnt ihr euch auf was freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Genießt das schöne Wetter. Danke für euren großartigen Support und tschüss. Dann hätte man nicht einfach unter der Woche mal ein paar Handwerker im Freien zuget. Mann. Und dann sollen eben diese Teile erstanden werden können.